Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu CMS 2018. Ja, hier. Es gibt neue Sicherheitsvorkehrungen, Vorschriften für diesen Raum, den wir dazu gekriegt haben. Gut, schön. So, was haben wir denn hier? Das ist ein richtiger Auftrag. Hier haben wir irgendwas mit dem Motor. Geht nach der Zündung wieder aus. Aha, was haben wir hier? Huch, was ist denn das? Rhino Piccolo. Fahrwerk. 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 Holpert. Auch Fahrwerk. Und hier haben wir nochmal Motor. Und hier wissen wir es nicht. Ja, komm, wir brauchen Punkte. So, wir nehmen den Auftrag an. Ring, ring. Nicht hier. Ring, ring. Moment. Muss erstmal zum Auto hin. So. Guten Tag. Giesbrecht hier. Ich habe dieses Fahrzeug von einem Bekannten erworben, der schnell an Geld kommen musste. Ja, er versicherte mir, dass dieses Auto fahrtauglich ist, aber es ist kaum möglich, damit auf unebenen Straßen zu fahren. Mal zieht es nach rechts, mal nach links. Dasselbe Problem habe ich auch beim Bremsen. Könnten Sie bitte einmal nachsehen und das Auto reparieren? Jo, kann ich machen. Klar, lassen Sie ihn hier, kein Problem. So, tschüss. Gut, tschüss, ja. Okay, zieht also in irgendwelche Richtungen. Ja, springt auch sehr schlecht an, muss man schon sagen. So, dann gehen wir mal auf die Teststrecke. Schauen wir doch mal, ob sich da ein bisschen was herauskristallisiert. Was genau das Problem sein könnte. So. Oh wow. Ich stehe voll drauf. Der kommt ja überhaupt nicht in die Puschen. Naja. Ich teste in sehr langsamer Geschwindigkeit. So, jetzt muss ich mal nochmal was probieren. Erstmal auf Touren bringen. Der bringt genauso wenig. Was hat denn der für ein Lenkrad? Mit einer Speiche nur. So, dann prügeln wir mal darüber. Eieiei. Oha, ja, ich merke schon. Da stimmt was mit den Stoßdämpfern wahrscheinlich nicht. So, und die Bremsen hat er gesagt, ne? So. Ja, die haben aber eigentlich noch ganz gut gebremst. Ah ja, ich schau mal. Ah, gut. Spurstange, Spurstangenkopf, Spurstange, Steckachse, Vorderachse, Hinterachse, Spurstangenkopf, Kopf und die Steckachse. Na ja, gut, dann rauf auf die Bühne. Da, 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 da. Da, dich habe ich gesucht. Aha. Ja, schön. Und auch ziemlich dreckig. Und bevor es dann heißt, wir hätten nicht, machen wir lieber mal. Steht zwar nicht drauf, aber
Ja. Wir wollen ja die Kai nicht kaputt machen bei der Probefahrt. So. Hä? Zu tief. Noch ein bisschen weiter hoch. Zu hoch. Noch ein bisschen tiefer. Na gut. So, dann schmeißen wir hier mal die Räder runter. Ach ja, ich sehe schon. Da gibt's neue Bremsscheibe. Ich mache dem die Bremsen komplett neu. Denn ich glaube, die zahlen alles, was wir machen. Ich glaube, hier könnte man die Karre komplett neu machen. Und die würden das tatsächlich bezahlen. Also, sofern wir das nötige Geld zum Vorstrecken haben. Ist natürlich klar, wir müssen das Zeug ja erstmal vorstrecken. Also das Geld für die Teile, meine ich natürlich. Und wir haben aktuell nur 7000, also jetzt hier anfangen mit Lackierung und so einem Zeug, wäre wahrscheinlich etwas schwieriger. So, machen wir mal einen Sattel runter, der ist auch durch. Ja, da gibt's alles neu. So, wie sieht der aus? Ganz schlechter Zustand. Radnabe neu. Geht noch. Geht noch. Auf dem Diagnose, auf dem Test. Dinger. Ja, das hätte ich ja jetzt machen können auf dem Diagnosepfad. Huch, nein, nicht abmontieren. Prüfen. Ach, ist gelb, okay. Ja, hier ist rot. Zugang vom Motorraum. Kann ich den jetzt so wie er ist auf den Diagnosepfad verräumen? Ach so, nein, kann ich nicht. Erstmal müssen Räder drauf. Eieiei. Na gut, sollte ich wissen, wenn die Stoßdämpfer im Eimer sind. Und vor allem will ich mal sehen. Ja, komm. Ich mach das Zeug wieder. Mach das Zeug erstmal wieder drauf. Schrauben wir den erstmal wieder zusammen. Sowas sollte ich gleich machen. Bevor ich Teile abmontiere. Gleich erstmal auf den Prüfstand rüberfahren. Ah, ja gut, bin ich nicht gewohnt, dass wir jetzt sowas haben. So ein Luxus. Da waren wir auf der Strecke, das ist ja schon mal echt gut. Aber jetzt haben wir natürlich einen richtigen schönen Diagnosepfad. So, dann ist das natürlich. Da können wir dann gleich rausfinden, was da alles im Argen ist mit dem Fahrwerk. So. Nein, runter. Gut, dann fahren wir mal rüber. Auf den Bremsen, auf den... Ja, wir haben hier alles, oder? Bremsenprüfstand. Ist hier drin wahrscheinlich. Nein, hier. Hier ist der Bremsenprüfstand. Dann haben wir... Ah, das ist wahrscheinlich eine Rüttelplatte, ne? Ja, das sieht aus wie eine hier, für die Stoßdämpfer.
So, und wie geht das Ganze jetzt? Inspizierungsmodus. Aha. Diagnosepfad. Möchtest du mit dem Diagnosepfad fortfahren und eine genaue Prüfung der Bremsen und der Aufhängung durchführen? Ja. Fahr mit der Vorderachse auf den Bremsentester. Ah, wie geil. Kann ich lenken? Nee, kann ich nicht. Wo ist der? Ich sehe den gar nicht. Hä, bin ich drauf, ja? Aha, ach, das fängt automatisch an, klar. Betätige das Gaspedal, das Bremspedal, bis das Ergebnis angezeigt wird. Das sind schlechte Werte. Ja, das ist ja cool. So, langsam weiterfahren. Ah, Rüttelplatte. Ah. Seht ihr, habe ich doch gesagt. Aha. So, dann fahren wir weiter. Das ist ja cool gemacht. Oh, da scheppert's. Oh ja, da klappert alles. Eieiei. Ja, da sind einige Sachen kaputt. So, alles gut. Spur könnten wir noch. Test beendet. Gut, Spur brauchen wir nicht. So, dann wieder zurück auf die Hebebühne. Dann wissen wir auch soweit, was wir da jetzt alles rausschmeißen können. Und zwar nämlich... Huch. Hier. Ja, da haben wir jetzt alles. Ah, hier ist noch was. Was weiß man noch nicht. So. Einmal gibt es komplett neue Bremsscheiben. Bremsscheibe, also komplett neue Bremse. Vorne und hinten. Das heißt, viermal Scheiben, viermal, achtmal. 16 mal, ne Moment, 4, 8, ja, 8 mal, 4 mal Scheiben, 8 mal Beläge, 4 mal Bremskolben und Sattel, machen wir auch, die sind nämlich auch im Eimer. Normal nur Scheiben und Beläge, aber da sind die Bremssättel, sind auch total durch und die gibt es dann auch noch, auch 4 mal. Denn ich glaube, der Kunde bezahlt. Also, habe ich ja schon mal angeschnitten. Ich glaube, wir könnten hier neue Felgen, neue Federn, neuen Tank. Ich glaube, wir könnten die Karre komplett, tutti completi, renovieren. Der Kunde wird es bezahlen. Schätze ich mal. Also, so kommt es mir vor. So. Habe ich ein bisschen arg hochgelassen jetzt. Radnabendecke. Ja gut, muss eh alles runter. Radlager. Hitzeschutzblech. So. Ja. Nein, das wollte ich nicht. Oh, eine Kiste, die müssen wir natürlich noch öffnen. Die habe ich ganz vergessen. Mal schauen. Drei feine Teile. Naja, gut. Ein Motorblock rein, Vierzylinder und schöne Felgen. Und Zylinderkopf. So, die Sachen verkaufen wir natürlich gleich direkt. Wo ist es? 99% Zahnriemen. Ja, ich würde die schon gern mit 100% verkaufen, die Sachen. So, hier. Ich weiß gar nicht, was der jetzt gebracht hat. Wahrscheinlich schon einiges. Ja, hier war ich zu schnell. So, ähm.
Steckachse, Hinterachse. Bremsbeläge, Bremssattel, Steckachse, Bremsbeläge, Gummilagerbuchse, Steckachse, Hinterachse, Spurstange. Spurstangenkopf, Bremsbeläge, Bremsscheibe. Gummilagerbuchse, das ist alles hinten, Spurstange vorne, Spurstangenkopf, Bremsbeläge, Bremsbeläge, Radnabendeckel. Gummilagerbuchse, Querlenker, Vorderachse unten. Okay. Ja, ja, das sieht halt alles kacke aus, ne? Wie sieht der aus? Auch im Eimer. Ach, und dann sind hier die ganzen Gummis, okay. Tja, gut. Dann machen wir das da vorne alles neu. So, die Radnabe. Weg da, Fliege. So, Staubschutz. Na. So, die Beläge, die Scheibe. Steckachse können wir auch gleich rausziehen. So. Ach, halt. Patrone, so heißen die Bremsbeläge hier. Schwuppdiwupp und hitzeschutzlich. Waren eigentlich die Stoßdämpfer auch im Eimer? Ja, Stoßdämpfer glaube ich nicht, ne? So, dann einmal hier der Spurstangenkopf. Huch. Die Spurstange. Wie sah das Lenkgetriebe aus? Kann nach der Demontage geprüft werden. Ja, dann. Hoch. Achso. Gehen wir hier rüber, machen Spurstange. Spurstange kommt ins Lenkgetriebe raus. So, wie sieht denn das Lenkgetriebe aus? Auch kaputt. Eieiei. Das wird teuer. Das wird teuer. So, wie sieht das aus? Ist okay. Ist auch noch okay. So, Federgelb. Stabigelb. Also hier Stabilisator, Koppelstangen sind noch halbwegs okay. Nein. Da sehe ich ein okayes Lager. Jetzt muss ich mal darüber kommen irgendwie. So. Naja gut, ne, unten hauen wir dann tatsächlich alles raus, ja. Nein, nicht prüfen. Fertig. Fertig mit prüfen. Ausbauen. So. Dann hauen wir hier raus. So, die Lager können wir alle schon mal rausnehmen. Ach, wenn man doch nur in echt überall so gut rankäme. Hier kann man mit Kopf durch die Stoßstange durch. Lalalala. Und vor allem, die Teile gehen halt voll einfach weg, ne? Also einfach aufschrauben. Da reißt kein Kopf ab, da reißt keine Schraube oder Mutter ab. Wunderbar. Richtig easy. So. Dann war es das vorn.
Gut, dann geht's hinten weiter. So, was waren hier? Da waren es die Lager hier. Machen wir auf beiden Seiten neu. So, Diagnose hier. Ist okay. Differential ist okay. Auspuff. Hier. Wenn wir eh gerade schon hier stehen. Ja, das ist Mittelschalldämpfer, ne? So, Kardanwelle. Antriebswelle. Ja, Kardanwelle, Antriebswelle. Hier den Auspuff. Da komme ich nicht ran. Hier. Also Auspuff ist auch noch gut. Wenn wir gerade eh schon drunter stehen, dann können wir ja auch schauen. So, ich möchte gern darüber einmal, bitte, danke. Das ist eine Aufhängung hier. Komische Armeekisten. So, dann ist hier ist alles okay. Wenn auch die Karre aussieht wie Sau. Und hier. Na. Also, hier war auch alles. Soweit. So gut. Hier, die Ölablassschraube, die ist grün. Das ist gut. Okay, wunderbar. Dann, kann ich hier was reparieren? Nein, natürlich nicht. Ist hier nicht auch ein Computer? Nee. Ich verstehe nicht. Da muss ich mal zu meinem Werkzeugwagen. Keine passenden Ersatzteile. Erweitert deine Werkstatt um einen Diagnosepfad und eine Werkbank. Aber zur Werkbank steht nichts drin. So, dann machen wir hier natürlich VIP-Kunde. Reparaturerfolg. Ah, das brauchen wir. Profi. Ach, Profiltiefenmesser. Mit dem kannst du die Profiltiefe von Reifen prüfen. Um ihn zu benutzen, wähle die entsprechende Option im Diagnosemenü. Ach so. Aha. Tablet kannst du überall in der Werkstatt Zugang zum Computer. Das ist sehr gut. Kannst du. Hast du, meine ich. Natürlich. So, gut. Meine Freunde, dann würde ich sagen, bevor wir groß einkaufen machen hier, ist schon lustig hier. Komplett. Achsenfrei, ne? Komplett. Ja, hier so. Bevor wir hier groß Einkaufsspaß machen, würde ich sagen, machen wir erstmal eine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei CMS 2018. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.